Herzlich willkommen zu unserer Reihe Vorlesezeit aus der Knielinger Pfarrgemeinde. Mein Name ist Colette Sternberg und zusammen mit anderen lesen wir in dieser Adventszeit jeden Tag ein Kapitel aus dem Buch 24 Mal Weihnachten neu erleben. Für alle, die das Buch nicht mehr bekommen haben, die nicht so gerne selber lesen oder die sich ganz einfach gerne vorlesen lassen. Heute ist Kapitel 8 dran. Die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Mehr Licht, mehr Liebe. Auch wenn uns allen die Weihnachtsgeschichte mehr als bekannt ist, wird sie uns Jahr für Jahr doch mindestens einmal wieder in Erinnerung gespielt. Sei es im Kindergarten, in der Schule oder am Heiligabend in der Kirche. Maria und Josef erwarten das Jesuskind, bekommen aber keinen Platz mehr in der Herberge. Ein Wirt stellt dem Paar seinen Viehstall mit Futterkrippe zur Verfügung. Die kleinen Jungs, die keine langen Texte auswendig lernen wollen, werden zu Schafen, Ochsen und Eseln. Drei Weise aus dem Morgenland, von dem eigentlich auch keiner weiß, wo genau das sein soll, folgen beladen mit wertvollen Geschenken einem geheimnisvollen Stern bis zur besagten Krippe. Und treffen dort auf eine Gruppe Hirten, umsungen von einer Engelschar in Bettlaken und Lametta-Heiligenscheinen, alle mit demselben Ziel, den neuen kleinen Menschen, der als König und Messias verheißen ist, zu sehen. Applaus und stolze Eltern. Die uns so bekannte, tausendmal geprobte und aufgeführte Weihnachtsgeschichte steht im Originaltext im Lukasevangelium der Bibel. Nehmen wir einmal an, das alljährlich aufgeführte Krippenspiel würde jedoch auf der Weihnachtsgeschichte nach dem Johannesevangelium basieren, das zunächst anonym geschrieben und erst viel später Johannes zugeschrieben wurde. Dann müsste man sich das ganze Spektakel in etwa so vorstellen. Der Saal, in dem sich die Gäste eingefunden haben, ist komplett verdunkelt. Wir brauchen dieses Mal deutlich weniger Schauspieler, Kostüme und Zubehör. Im Grunde genügt ein Kind mit einer Taschenlampe. Es geht los. Besagtes Kind steht in der Mitte der Bühne und macht die Taschenlampe an. Und macht sie wieder aus. Das Saallicht geht an, das Kind verbeugt sich und alle applaudieren. Das ist die Geschichte über die Geburt Jesu, wie Johannes sie uns erzählte. Er schrieb: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Licht an. Warum legt Johannes den Schwerpunkt in seiner Übertragung der Weihnachtsgeschichte auf das Licht? Hat er damals etwa schon geahnt, dass Weihnachten zu einem Lichterkettenwettrüsten zwischen den Wohnhäusern werden würde? Laut der Umweltorganisation Center for Global Development verbraucht die Weihnachtsdekoration und die Festtagsbeleuchtung in den USA mehr Strom als ganz Äthiopien in einem Jahr. 2007 waren es in den USA in der Weihnachtszeit ganze 6,6 Milliarden Kilowattstunden, in Äthiopien im ganzen Kalenderjahr 5,3 Milliarden Kilowattstunden. Jedes Jahr pünktlich zu Weihnachten findet ein großer Wettstreit unter den sogenannten Weihnachtshäusern, Christmas Houses, statt, ganz nach dem Motto: je schriller, desto besser. Schließlich erwarten manche Häuser einen Andrang von mehreren tausend Besuchern, welche dann in der Schlange vor dem Haus mit einer Wartezeit von über 45 Minuten rechnen müssen. Dieses alljährliche Streben, das eigene Haus bzw. mit satten 350.000 Lichtern an einem Haus auch die gesamte Nachbarschaft dermaßen auszuleuchten und dafür sogar horrende Stromrechnungen buchstäblich in Kauf zu nehmen, hatte vor langer,
langer Zeit einmal mit den viel schlichteren Lichtern am Weihnachtsbaum begonnen. Das wird besonders festlich im Klassiker Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen beschrieben. Seit dem 17. Jahrhundert stellen Menschen an Weihnachten Tannenbäume in ihren Häusern auf und schmücken sie liebevoll. Die Beleuchtung der Weihnachtsbäume geht jedoch noch weiter zurück. Es gibt den uralten christlichen Brauch, eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen, als Zeichen, dass Besuch willkommen ist. Jeder weiß, bei Kerzenschein, indirekter Beleuchtung und Kaminflackern entsteht direkt eine wohlig warme Atmosphäre. Gerüche von Mandarinen, Lebkuchen und Plätzchen werden in der Erinnerung wach. Kein Wunder also, dass sich das Herz der Besucher damals bereits beim Anblick des Kerzenschimmers im Fenster zum Licht hingezogen fühlte. Erfüllt mit Vorfreude auf all das Gute, was in diesem mit Liebe gefüllten Hause erwarten würde. Die herrliche Anziehungskraft des Kerzenscheins hält den Brauch der Weihnachtsbeleuchtung bis heute am Leben. Wobei die herzlichen Gastgeber von damals wohl kaum hatten ahnen können, dass sich aus dem symbolischen Licht im Fenster einst eine ganze Industrie entwickeln würde. Wir, die wir mit Lichterketten, manche vielleicht zum Leidwesen der Feuerwehr, auch noch mit echten Kerzen am Weihnachtsbaum aufgewachsen sind, können uns Weihnachten ohne dieses Licht nicht mehr vorstellen. Es scheint ein innerer Zusammenhang zu geben, mehr Licht, mehr Weihnachtsatmosphäre. Mehr Licht oder zumindest so ähnlich ist ein Ausspruch Gottes in der Bibel, den wohl jeder schon irgendwann einmal gehört hat. Entweder aus der Bibel selbst oder natürlich aus der Schule, wenn sich der Lehrer über die frisch ausgetauschte Glühbirne des Overhead-Projektors gefreut hat. Es werde Licht und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Das Licht steht zu Beginn des Lebens, zum Anfang der ganzen Schöpfung, denn das Licht bedingt das Leben. Jetzt drängt sich vermutlich bei dem ein oder anderen der Begriff Photosynthese aus dem Bio-Unterricht zurück ins Bewusstsein. Korrekt. Pflanzen brauchen nämlich Licht, um aus Kohlendioxid und Wasser Sauerstoff herzustellen, der uns atmen und leben lässt. Ohne Licht ist menschliches Leben nicht möglich. Licht aus. Das ahnen wir spätestens, wenn es einmal zu lange dunkel um uns oder in uns gewesen ist. Finsternis, also die Abwesenheit von Licht, kann das Böse schlechthin sein. Schauen Sie die Nachrichten oder auch soziale Isolation, manchmal vielleicht nur ein Gefühl. Ein Gefühl von Dunkelheit, Zustände innerer Einsamkeit und Leere. Gerade an Weihnachten, wenn alle fröhlich beisammen sind oder besser gesagt sein sollten, wird sie spürbar. Unsere innere Finsternis, unser Schmerz, gemessen an diesem Idealbild von Weihnachten als Fest des Friedens, der Liebe und der Familie. Besonders in diesen Momenten werden die Weihnachtslichter nicht nur zur Atmosphäre stiftern, sondern auch zu Dunkelheitsvertreibern, die uns durch die finstere Jahreszeit helfen. Der Evangelist Johannes bezog sich in seiner Beschreibung der Geburt Jesu ganz bewusst auf den Schöpfungsbericht. So begann nicht nur der erste Teil der Bibel mit Licht, im Schöpfungsbericht im Alten Testament, sondern auch der zweite Teil, nämlich der Beginn vom Leben Jesu. Johannes versucht hier, die ganze Geschichte zu erzählen. Sie erinnern sich an das erste Kapitel unseres Buches? Johannes begann seine Erzählung der Weihnachtsgeschichte mit einem Hinweis auf den Schöpfungsbericht. Genauer gesagt mit einem Hinweis auf die Erschaffung des Lichts. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Damit beschrieb Johannes nicht einfach zum vierten Mal, es gibt 4 Evangelien, also 4 Weihnachtsgeschichten, was ganz praktisch im Stall in der heiligen Nacht geschehen war. Er wollte mit dieser Parallele veranschaulichen, welche Bedeutung die Ereignisse dieser Nacht hatten. Und eben die ganze Geschichte erzählen.
Sowohl in der Schöpfungsgeschichte als auch in der Johannes-Weihnachtsgeschichte wird dem Licht die Finsternis gegenübergestellt. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Heißt es zu Beginn der Bibel, und Johannes griff diese Gegensätze auf mit den Worten: Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Erst durch eine Unterscheidung von hell und dunkel, Tag und Nacht, wird uns die Wahrnehmung von Licht möglich. Im Kontrast erkennen wir Licht und Finsternis. Wer die Nacht kennt, weiß um die Bedeutung des Lichts. Mehr Licht, mehr Liebe. Das Licht, von dem Johannes schrieb, kam nicht nur in die dunkle Weihnachtsnacht. Es wurde Mensch. Jesu wurde Mensch und lebte etwa 33 Jahre auf der Erde. In seinem Leben machte er es sich zur Aufgabe, besonders den Menschen zu begegnen, die von Finsternis umgeben waren. Denen, die sich nach neuer Hoffnung sehnten. Es zog ihn zu den Menschen hin, denen nicht viel Liebe zuteil wurde. Zu Randgruppen, zu Ausgestoßenen, zu Kranken, zu Menschen, um die der Rest der damaligen Gesellschaft einen großen Bogen machte. Ihnen wurde er zum Licht. Er begegnete ihnen mit Liebe und Annahme und verbrachte gerne Zeit mit ihnen. Viele heilte er, vergab ihnen ihre Schuld, sprach ihnen neuen Wert zu und er lehrte sie, was es bedeutete, mit diesem Licht zu leben. Aber Jesu Leben war mehr als nur ein kurzer Ausflug in unsere menschliche Finsternis, um uns ein paar Stunden des Lichts, der Hoffnung zu schenken. Die Hoffnung, die Jesu brachte, ist viel grundlegender. So wie Johannes sich bei der Geburt von Jesu auf die Schöpfung bezog, wird deutlich, dass er mit Licht nicht irgendein Licht meinte. Er sah in Jesus das Licht, das der Ursprung des Lebens selbst ist. Das wäre eventuell eine gewagte These, wenn es nicht später Jesus selbst bestätigt hätte. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Jesus ist dieses Licht, aus dem alles entstanden ist, das zum Leben notwendig ist und das für immer besteht. Dieses Licht überwindet die Finsternis. Die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott schenkt uns in Jesus eine Hoffnung über die Finsternis und den Tod hinaus. Es ist die Hoffnung darauf, dass wir bei Gott willkommen sind. Gott hat sozusagen in dieser Weihnachtsnacht ein Licht in sein Fenster gestellt. Indem er Jesus in die Welt sandte, um uns zu zeigen, dass er uns liebt und wir nach Hause kommen können. Jesus ist das Licht, das uns Menschen willkommen heißt. Dieses Licht zeigt Gottes Sehnsucht nach uns Menschen. Er ist nicht nur ein Lichtlein, ein unscheinbares Teelicht im mit Tannenzweigen und Schneeflocken beklebten Marmeladenglas, sondern das strahlende Licht, das die Finsternis nicht ergreifen konnte. Es ist noch heller als das überladene Weihnachtshaus mit mehreren hunderttausend Leuchten, denn die Liebe ist nicht mit Kilowattstunden messbar. Bei Gott heißt es nicht, je schriller, desto besser, sondern mehr Licht gleich mehr Liebe. Stellen Sie sich einen jungen Mann vor, der in seiner Jugend einen großen Fehler begangen hat, den er nicht wieder gut machen konnte. Er hat seine Familie und seinen Vater zutiefst verletzt und enttäuscht. Im vollen Bewusstsein über seine Schuld seinem Vater gegenüber traute er sich seither nicht mehr, zu ihm nach Hause zu kommen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Vater ihm wohl jemals verzeihen konnte. Trotzdem sandte er ihm einen Brief, in dem er seinen Vater bat, zu Weihnachten eine Kerze ins Fenster zu stellen, sollte er zu Hause noch willkommen sein. Nach langer Zeit überwand sich der junge Mensch schließlich eines Weihnachtsabends und machte sich auf den Weg zum Haus seines Vaters. Nach bangvollen Stunden der Heimreise
erblickte er tatsächlich schon von weitem eine Kerze nahe dem Hause und durfte nun gewiss sein, dass die Reise nicht umsonst gewesen war. Doch beim Näherkommen erblickte er eine weitere Kerze und noch eine, und als er in die Einfahrt einbog, blieb er erstarrt und überwältigt stehen. Vor ihm tat sich ein riesiges Lichtermeer auf, das ihn von dem Haus, am Haus und um das ganze Haus herum anleuchtete. Sein Vater schleppte gerade die nächsten Lichter in den Vorgarten, als er den Sohn sah. Er blieb stehen, ließ alles fallen und lief seinem noch immer erstarrten Sohn entgegen. Wie sonst hätte er seine sehnsüchtige Liebe und den tiefen Wunsch, dass der Sohn endlich nach Hause kommen würde, mehr verdeutlichen können als mit einem alle Dunkelheit erhellenden Meer an Lichtern. Der Vater wusste, mehr Licht, mehr Liebe. Die Weihnachtsgeschichte nach dem Johannesevangelium kann man wohl als ganz besondere Weihnachtsgeschichte beschreiben. In dieser Erzählung kommt nicht nur das Jesuskind in die Welt, sondern es wird deutlich, der Vater will die ganze Welt zu sich nach Hause einladen. Und diese besondere Weihnachtsgeschichte gilt nicht nur wenigen, sondern allen Menschen. Gott stellt an Weihnachten ein Licht ins Fenster, um ihnen zu zeigen, dass sie willkommen sind. Sein Interesse an ihnen ist so groß, dass er mit seinem Licht als Zeichen des Willkommenseins geradezu eskaliert, wie die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen. Und das alles, damit ja keine Zweifel aufkommen, dass das strahlende Licht genau ihnen gilt. Bei all den Lichtern, die Ihnen in dieser Advents- und Weihnachtszeit begegnen und wann immer Sie die vielen kreativ und wunderschön dekorierten, festlich erleuchteten Straßen, Häuser, Gärten und Fenstern bewundern, erinnern Sie sich daran, Gott lädt Sie ein, nach Hause zu kommen. Keine Dunkelheit kann sein gewaltiges Licht ergreifen. Treten Sie ein, Sie sind willkommen. Soweit Sie sind, kommen Sie nach Hause und vergessen Sie nie mehr. Mehr Licht, mehr Liebe.